Servus Leute, ich habe Feierabend und möchte euch mal ganz gern zeigen, was man noch so alles machen kann danach. Gestartet wird die Tour von Benedikt Beuern. Also, auf geht's! Jetzt heißt es als erstes umziehen. Schon besser. Radel zusammengebaut und werde jetzt erstmal in Richtung Tützinger Hütte fahren. Ganz nach oben komme ich nicht, aber später sehr, sehr komfortabel dann im Abstieg. Tützinger Hütte. Ich bin jetzt hier bei der Materialseilbahn. Hier seht ihr die ganzen Radel. Für euch einmal zur Info. Von Benedikt Beuern ging es dann wirklich die ganze Zeit der Forststraße entlang und dann zum Ende hin. Seht ihr das? Und dann geht es jetzt einfach zur Tutzinger Hütte weiter. Jetzt seht ihr hinter mir die Benediktenwand, 1800 Meter etwa, das Gipfelkreuz sowie die Nordwand mit unzähligen Kletterrouten drin. Und wir suchen uns jetzt gleich den Maxe, den Maximiliansweg nach oben. Tutzinger Hütte, 1300 Meter. Ich habe extra für euch mal die Topo ausgedruckt, die findet man auch gut im Internet. Da kann man ungefähr den Routenverlauf sehen. Hier seht ihr viele Einserstellen, Gehgelände und dann später erst kommen vielleicht mal Zweierstellen. Wir gehen nun von der Tutzinger Hütte einfach Richtung Wand und dann links. Das ist der Normalweg bzw. dieser hier. Und dann kann man sich irgendwo aussuchen, wo man dann in diese Richtung, in Richtung Einstieg geht, da wo die Felsen grün werden, da ist der Einstieg. Bevor ich jetzt zur Wand komme, setze ich mir natürlich ganz schnell den Helm auf, weil man wirklich unmittelbar darunter hergeht. Also Helm auf und besser ist. So. Jetzt schon ein gutes Stück gemacht, wo jetzt der Weg seinen Knick macht. Die Wege sind relativ gut zu erkennen. Stand September 2018. Ansonsten einfach ein bisschen vorsichtig sein. Wenn das Gras nass sein sollte, am besten gar nicht erst einsteigen. Schrofliges Gelände, Vorsicht geboten. Und das ist jetzt hier der Weiterweg. Von da unten komme ich jetzt her und dann gibt es im Endeffekt immer viele Wege, die nach Rom führen und dann geht man hier weiter. Macht super Spaß hier, alles Einzelgelände bisher. Da oben ist schon das Gipfelkreuz. Kurz vorm Ende nimmt die Schwierigkeit nochmal zu. Da gibt es dann zwei Möglichkeiten, zeige ich euch aber gleich. Hier wäre was zum Sichern da, allerdings ein alter Schlaghaken.
Wir sind in etwa in der Gegend hier. Da oben wäre jetzt der Gipfel hinter dem Felsen. Und wenn man links geht, wird man sich den einfacheren Weg suchen. Zweierstelle und dann nochmal das Band mit 1. Oder man kann auch rechts gehen. 3 plus bzw. 3 wird dann etwa hier lang gehen. Das müsst ihr entscheiden. Es gibt die beiden Möglichkeiten. Macht das, was ihr für sicher erachtet. Noch eine Info für euch, hier gibt es eine super gebaute Sicherung, nur dass ihr Bescheid wisst. Ich habe mich jetzt gerade für die schwierigere Stelle entschieden. War in etwa ein Dreier. Von da unten komme ich jetzt her und da ist schon der Ausstieg. Das war's und die Sonne. Ich hier mitten im Dschungel, der direkte Weg kommt dann relativ ungünstig raus. Da muss man sich jetzt den Weg suchen in diese Richtung. Geschafft. Und jetzt gehe ich noch zum Gipfelkreuz, das liegt in dieser Richtung hier. Wie ihr seht, Benediktenwand, das Gipfelkreuz. Ich habe übrigens gesehen, dass auf YouTube noch kein Video existiert hat zu der Nordwand, der Benediktenwand und genauer den Maximiliansweg. Dementsprechend bin ich ganz froh, dass ihr nun endlich vielleicht sehen könnt, was da auf euch zukommt. Steigt nur ein, wenn der Fels trocken ist, wenn das Gras trocken ist. Ihr solltet auch klettern können. Es ist auch ausgesetzt an manchen Stellen. Nehmt auf jeden Fall einen Steinschlaghelm mit, wenn ihr euch sicher fühlt, auch Kletterausrüstung. Wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich werde mich nämlich jetzt auf den Weg machen zur Tutzinger Hütte. Gebt auch gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Servus.